Ein Busfahrer der Märkischen Verkehrsgesellschaft hatte heute Abend auf seiner Fahrt von Altena nach Lüdenscheid bemerkt, dass Äste eines Baumes auf die Rahmeldestraße ragten. Schnell stellte die Feuerwehr fest, dass ein Baum zusammen mit einem Teil des Hanges abgerutscht war und auf die Fahrbahn zu stürzen drohte. Nach ersten Beratungen zwischen Fachfirmen, Ordnungsamt und Feuerwehr vor Ort wurden heute Abend nur die unmittelbar auf die Straße zu fallen drohenden Äste entfernt. Für weitere Arbeiten war es einfach zu gefährlich und unmöglich, in der Dunkelheit zu arbeiten. So, also wir haben festgestellt, dass der Baum entwurzelt ist, der droht abzurutschen auf die Straße. Die Feuerwehr wird hier nicht tätig werden, höchstens zum Ausleuchten. Wir haben den Straßenmeister der Stadt Altena alarmiert, der im Zuge der Verkehrssicherungspflicht dafür zuständig ist. Der soll die Sache begutachten, gegebenenfalls tätig werden. Und der Straßenmeister vom Landesstraßenbauamt, der für den Bereich der Fahrbahn zuständig ist, ist auch aktiviert. Und die beiden werden in Absprache dann entscheiden, wie wir jetzt hier weiter verfahren.